Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zum 8. Türchen des Ravensburger 3D Bundesliga Puzzle Adventskalender. Und hier habe ich ja gestern schon raufgeguckt auf Platz Nummer 7, aber Platz Nummer 7 ist nicht gleichzeitig Türchen Nummer 7. Das Türchen Nummer 7 gab es ja gestern, heute Türchen Nummer 8 und auf Platz Nummer 7 steht nämlich Türchen Nummer 8. Deswegen habe ich es gesagt. Und welchen Verein haben wir heute drin? Leute, könnt ihr es erkennen? Was schätzt ihr? Seht ihr da Teilchen des Logos? Ich sehe es auf jeden Fall. Oh, ich sehe ein paar Teilchen. Aber das ist natürlich kein geringerer Verein als die Eintracht aus Frankfurt. Eintracht Frankfurt haben wir heute. Und Leute, es macht jetzt wieder gleich richtig, richtig viel Spaß. Ohne Spaß, Leute. Ohne Spaß, es macht richtig viel Spaß. Weil am Anfang habe ich da noch nicht gut durchgesehen, wie man die ganzen Teile zusammensteckt. Aber schon nach dem zweiten Türchen oder so bin ich quasi zum 3D-Puzzle-Profi geworden. Auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder runter. So runter. Und ihr bekommt jetzt einen Timelapse, weil ich baue den ganzen Ball hier zusammen. Hier nochmal. Habe ich, glaube ich, vorgestern auch schon oder so auch schon mal gezeigt gehabt. Könnt ihr es erkennen? Hier stehen die Nummern drauf. 1, dann ein Pfeil nach rechts. Das heißt, man muss das nächste Teil hier ranhauen. Oder ranklacken, ranpuzzeln oder wie auch immer, welchen Begriff man dafür einsetzen kann, mag, will, wie auch immer. So, dann habe ich hier die 2, dann drehe ich das hier um, der Pfeil zeigt wieder nach rechts und das heißt, Puzzleteil Nummer 3 muss ich daneben ranhauen. Die Nummer 4 auch wieder, ups, nicht so rum, sondern andersrum. Dann haben wir hier die ersten 4 Teile schon, auf jeden Fall Timelapse, ab geht's. So Leute, die letzten 3 Teilchen, Nummer 25, zack, 26, das muss noch richtig machen, weil die letzten Teilchen, da ist es immer ziemlich anstrengend, weil man darf da die Teilchen nicht zu doll reinhauen, sonst geht das Ganze hier nämlich kaputt. Letzte Teil, Nummer 27 und auch das ist natürlich für mich kein Problem. Und da haben wir hier die nächste Kugel, das nächste 3D-Puzzle, Eintracht Frankfurt. Sieht auf jeden Fall mega nice. Also ich feiere die 3D-Puzzles. Vielleicht gibt es ja diesen Adventskalender auch nächstes Jahr. Dann hole ich ihn mir wieder. Weil ich finde das eine ganz geile Idee. Und morgen gibt es das 9. Türchen. Das haben wir hier. Das 10. Türchen ist dann wieder ein Quiz oder so. Weil es ist hier oben. Oh, ihr seht es ja gar nicht. Upsala. Jetzt seht ihr es hier. 9. Türchen und hier oben das 10. Also Leute, ihr könnt euch schon auf morgen und übermorgen freuen. Oder ihr könnt euch jetzt noch auf die nächsten 15 Tage freuen. Es gibt täglich einfach 2, 3, 4 Videos von mir hier auf Packs United. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. Wie gesagt, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, das wollte ich sagen, lasst ein Like da. In der Mitte könnt ihr mich jetzt nämlich abonnieren. Wer noch nicht Abonnent ist, rechts daneben findet ihr nochmal die letzten 2 Adventskalender-Videos. Haut da rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Heute Abend wahrscheinlich noch bei einem weiteren Unboxing. Tschüssi!